Willkommen, liebe Freunde, bei Xtrain24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahnen und Zubehör. Ja, und aus dem Zubehörprogramm habe ich mir wieder heute etwas ausgesucht, was wir relativ neu im Shop haben. Und das wollte ich Ihnen mal in aller Kürze vorstellen. Stellen Sie sich mal bitte folgende Situation vor. Und in diese Situation kommen wir als Modellbahner ja ziemlich häufig. Ich habe eine Modelllok, ich habe sie vielleicht umgebaut, ich habe sie vielleicht digitalisiert und dann muss das Ding ja irgendwie programmiert werden. Was machen wir da? Dann nehmen wir uns immer ein Gleisstück, legen das auf unseren Basteltisch, dann schnappen wir unsere umgebaute oder digitalisierte oder überhaupt neue Lok, die dann praktisch mit einer neuen Adresse versehen werden muss. Und dann wird am Ende des Gleises sozusagen, werden zwei Litze angerödelt und dann wird das Ganze mit der Digitalzentrale verbunden. Und dann kann die Programmiererei schon losgehen. Und wie so oft macht die Lok plötzlich das, was sie nicht soll. Sie fährt plötzlich los, fährt über die Schienenenden hinaus. Es kann also einen sogenannten Tischsturz geben und dann war die Arbeit wieder umsonst. Ja. Dazu habe ich Ihnen natürlich heute ein kleines Angebot zu machen und eine sehr elegante Lösung. Die möchte ich Ihnen mal kurz vorstellen. Unter Artikelnummer XSF42, eine sogenannte Programmiergleishalterung, das Basisstartset für Märklin und Trix C-Gleis. Jetzt werden Sie wieder sagen, die Märklinisten wieder und ja, was weiß ich. Aber deswegen auch Trix C-Gleis. Es ist also gleichermaßen auch für die Zweileiterfahrer nutzbar. Sie sehen das auch schon an der Hintergrundgrafik, wie das Ganze im Endeffekt aussieht. Und das habe ich Ihnen mal mitgebracht und möchte ich Ihnen jetzt auch mal vorstellen. Nehmen wir mal diese wunderschöne Mozart-Lok runter, nehmen wir mal das Stück Gleis weg. So, die Artikelnummer hatte ich Ihnen bereits genannt. Das ist also das Basis-Startset, liebe Freunde. So, in diesem Basis-Startset sind diese beiden Endstücken enthalten und die muss man natürlich auch entsprechend gut verbinden. Da gibt es also so einen kleinen Verbinder zu dieser ganzen Geschichte und die schiebt man dann in die vorgesehenen Öffnungen, schiebt das Ganze zusammen und schon ergibt es eine feste Verbindung. Und ich hatte was vorhin von einem sogenannten Tischsturz gesagt. Das kann natürlich bei diesem Basisset nicht mehr passieren, weil Sie sehen es hier an den Enden sind zwei Prellböcke. Ich zeige es mal hier rum. Mal ein bisschen gucken, ob wir das mal ein bisschen in die Kamera kriegen. Sind zwei Prellböcke bereits integriert. Sie haben hier an den Enden in Vertiefung, sodass also auch die eingebauten Kurzkupplungen oder elektronischen Kupplungen, wenn die Lok plötzlich losfährt, hier unten drunter verschwinden und nicht beschädigt werden können. Das ist also eine prima Lösung. So, dann gucken wir mal rein in diese ganze Kiste. Da sehen Sie also auch schon die Vertiefungen, dass man entsprechend die Gleise einbauen kann. Und es sind auch hier, ich drehe das Ganze mal um, damit Sie das auch sehen, hier hinten entsprechende Öffnungen angebracht, wo elegant die Kabel herausgeführt werden können. So, das ist schon mal toll. Dann wird der aufmerksame Zuschauer vielleicht gerade bemerkt haben, dass wir hier drin noch solche Nasen haben. Das ist nichts anderes als Befestigungspunkte, worauf das C-Gleis, das Märklin wie das Trix-Gleis verschraubt werden kann. Also eine feste, tolle Sache. Das ist das Basisset. Ich zeige Ihnen das auch anhand der Gleislängen. Ich habe also einmal das Märklin C-Gleis mitbekommen. Das ist die 2472, die Artikelnummer. Das sind zwei Stück, die passen genau hier rein. Zeige ich Ihnen gleich. Oder die Trixgleis für die Zweileiterfahrer ist die Artikelnummer 6272. Auch das habe ich mitgebracht, liebe Freunde. Ja, für die Zweileiterfahrer hier nochmal das Trix-C-Gleis. Auch das ist richtig schon für die Länge entsprechend vorgefertigt. Jetzt werde ich das Ganze mal auseinanderziehen, um Ihnen das auch live zu zeigen. Das kann man also folgendermaßen machen.
der einen Seite lege ich dieses Bettungsgleis rein. So, dann mal gucken, ob wir es mit der Kamera einfangen können. Sie haben hier unten noch so eine ganz kleine, ich nehme jetzt mal den Finger weg, Öffnung. Da passt diese Nase von dem C-Gleis wunderbar rein. Wir schieben also einfach das Gleis bis Anschlag rein. Und rückwärts geht das schlecht. So, dann rastet diese Nase ein und ist das Gleis schon mal fest drauf hier. Ja, also es ist eigentlich schon in Ordnung. Aber wie gesagt, zur Sicherheit habe ich Ihnen gerade die Nasen gezeigt, wo Sie also dieses Bettungsgleis entsprechend nochmal zusätzlich befestigen können. So, dann nochmal der Hinweis, wir schieben also hier diesen Verbindungskeil rein. Es geht schön stramm, muss ja auch so sein. So, und dann schieben wir, Moment, auf der anderen Seite muss ich natürlich das Gleis auch noch einlegen, sonst funktioniert es nicht. So, auch hier wird so lange geschieben, bis es hörbar einrastet. So sind also beide Schienenenden jetzt fest drin. Und dann müssen Sie einfach nur noch das Ganze zusammendrücken und schon sind die Gleise sicher und fest drauf. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Tischsturz. Wenn jetzt die Lok draufgesetzt wird und sie beim Programmieren plötzlich losfährt, jeder kennt diese Situation, plötzlich marschiert die Lok los, da sagt der eine, puh, gerade noch Glück gehabt, ich habe sie noch abfangen können. Hier passt diese Lok wunderbar drauf und die Pufferenden, ich schiebe es mal rum, die Puffer fahren auf den Prellbock und schonen die darunter liegende Kupplung. Auch mit der Bügelkupplung geht das, weil die Lok hat auch eine Bügelkupplung. Schiebst du mal hier rüber, zack, dann fährt die hier drauf und kann ihn sozusagen nicht mehr vom Tisch fallen. So, dann wird sich der eine oder andere gefragt haben, ja, was sind denn das für Löcher hier vorn? Das sind sozusagen für die Kabel, für die Litze, die Sie dann praktisch, wenn Sie das Gleis angeschlossen haben, elegant rausführen können, sodass das Ganze also auch ein bisschen Ordnung und ja auch Sicherheit bietet. So, da haben wir nochmal Grafiken vorbereitet, die können wir nochmal einblenden. Die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Also, die Verbindungsblöcke lassen sich relativ einfach zusammenfügen durch ein vorhandenes Verbindungsstück. Das ist das sogenannte Basisset. Sauber versteckte Gleisenden, die können Sie also wirklich reinschieben. Sie sehen das hier nochmal auf der Grafik, bis sie einrasten. So, und dann letztendlich, ja, kommt nochmal der Hinweis, die Gleise lassen sich auch an den vorbereiteten Löchern verschrauben, kann man also auch festmachen. Und die darunterliegenden Kabelführungen können Sie also auch die entsprechenden Litze schön verstecken und sauber hinten rausführen. Ja, und dann einfach nur noch zusammenstecken. Es passt wirklich auf den Millimeter. Das ist unheimlich klasse, passgenau gefertigt. Und damit haben Sie schon eine einfache, kleine Programmierstrecke fertig. So, und der Platz lässt es ja auch zu, dass man hier, wie gesagt, auch nochmal mit ein paar klein wenig Schritten die Lok hin und her fahren lassen kann und ausprobieren lassen kann. Nun wird einer aber sagen, ich setze gerne nochmal die E-Lok drauf, die Taurus, die Mozart-Lok, könnte ja einer kommen und sagen, oh, das ist mir zu wenig. Ich möchte schon noch ein kleines Stück länger fahren. Oder aber Sie haben einen Triebwagen, der vielleicht dreiteilig ist. Dann wird es natürlich eng, da passt hier nicht drauf. Auch dafür gibt es Abhilfe, liebe Freunde. Ich versuche das jetzt mal hier brutal live. Auch geht sogar leicht auseinander. Auseinanderzuziehen. Jetzt müsste hier also noch was dazwischen. Ja, und dieses dazwischen habe ich Ihnen natürlich auch mitgebracht, diese Erweiterungssets. Und im Lieferumfang dieses Erweiterungssets ist einmal dieses Teil und einmal so ein Verbindungsstück dabei. So, und das lässt sich natürlich jetzt wirklich sagen, ja, skalieren ohne Ende, wenn Sie das möchten. Aber wie gesagt, es geht ja hier um ein Programmiergleis für längere Fahrzeuge. Also, dann stecke ich diese ganzen Dinge einfach zusammen. So, lege das Gleis drauf. So, passt rein. Dann schiebe ich das zusammen mit dem Gleis.
bis es hörbar einrastet. Und die andere Seite auch. Zack. So. Und schon ist das ganze Teil etwas länger. So, dann kann man auch hier wieder die Lok draufsetzen, wenn alles sauber verlötet ist und die Kabel verlegt sind. Und da habe ich schon ein bisschen mehr Platz für Loks und auch ein kleineres Stück zum Fahren oder zum Testen. Und wie gesagt, diese Halterung für das Programmiergleis ist, finde ich, eine sehr praktische Lösung und bietet auch genügend Sicherheit für Ihre Lokomotiven, dass Sie beim Programmieren nicht aus Versehen in Schnellzuggeschwindigkeit losmarschieren. So, und wenn Sie, ich habe Ihnen dann nochmal so ein Teil mitgebracht, jetzt kann man das, könnte ich das jetzt also auch nochmal auseinander, upsala, auseinanderziehen. So, dann lege ich das einfach hier dran, Entschuldigung. So, dann gibt es auch wieder diesen kleinen Verbindungskeil. Einfach nur mal zu zeigen. Zack. So, und jetzt muss noch eine Schiene rein hier. Zack. Die werden dann entsprechend zusammengeschoben. Und so, wie ich es gerade gesagt habe, verbunden. Also kann man sich also auch hier schon, Sie sehen es auch anhand der Länge, ein etwas längeres Programmiergleis fertig machen. Ist eine saubere Lösung. Kann auf der Anlage, auf dem Tisch, auf dem Basteltisch verschraubt werden, sodass also die Sache immer sicher ist. Und vor allen Dingen, wenn Sie was zu programmieren und zum Fahren haben oder zum Programmieren haben wollen, man muss nicht immer ein Gleis suchen und ewig dann da irgendwas machen. Das kann man also, das empfehle ich Ihnen wirklich sehr, diese Dinge sich zuzulegen. Und ja, man kann es auch zweckentfremden, diese Halterung, wenn man zum Beispiel sagt, ich hätte gern meine Lieblingslok alleine auf dem Schreibtisch stehen. Auch das ist kein Problem. Dann nehmen Sie sich das Basisset und sagen, die möchte ich also vor mir stehen sehen den ganzen Tag, diese Lok. So rum muss man es machen. Und dann stellt sie schon vor Ihnen Ihre Lieblingslok und können also auch diese Lok auf Ihrem Schreibtisch oder wo immer Sie auch mögen, stehen haben und den ganzen Tag bewundern. Ja, das war meine Empfehlung für heute. Unsere Neuheit in unserem Shop, die Gleisunterlage für das Programmiergleis. Eine elegante, formschöne Lösung, finde ich jedenfalls. Und sicher, eine Lok kann nicht mehr vom Tisch fallen. Das war's für heute, was ich Ihnen empfehlen möchte. Wünsche Ihnen viel Spaß mit diesen neuen Haltern für das Programmiergleis und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, demnächst auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Puttig. Tschüss.